Ja, schauen wir uns jetzt das DISG-Instrument ein bisschen näher an. Wie eben gesagt, handelt es sich um eines von verschiedenen Möglichkeiten zur Persönlichkeitsbeschreibung oder um Persönlichkeitsprofile von unterschiedlichen Menschen miteinander zu vergleichen. Erneut, erster Vorteil Selbstreflexion, zweiter Vorteil, wenn man es mit anderen Menschen teilt, zum Beispiel mit Mitarbeitern teilt, sieht man Unterschiede, kann sein Verhalten dementsprechend noch besser einstellen auf andere Menschen. Das DISG-Profil unterscheidet grundsätzlich zwischen zwei verschiedenen Achsen oder zwei verschiedenen Dimensionen. Die erste Dimension ist eine vertikale. Wir unterscheiden also hier zwischen einer Person, die eher extrovertiert ist, in der oberen Hälfte, und einer Person, die eher introvertiert ist, in der unteren Hälfte. Die Unterscheidung zwischen extrovertiert und introvertiert, glaube ich, braucht gar nicht näher erläutert zu werden. Vielleicht ein Hinweis, was ein ganz guter Lackmustest ist, ob Sie eher dazu neigen, introvertiert zu sein oder extrovertiert zu sein. Ein guter Lackmustest ist, überlegen Sie sich, wie Sie sich am besten erholen. Wenn Sie sich am besten erholen, indem Sie Zeit alleine verbringen, sei es abends vor dem Fernseher oder lesend oder wie auch immer, ohne dass ein anderer Mensch dabei ist, wenn Sie auf die Art und Weise Ihre persönlichen Batterien aufladen, dann sind Sie eher introvertiert. Wenn Sie hingegen sich besser erholen, wenn Sie Zeit mit anderen Menschen verbringen, dann sind Sie eher extrovertiert. Die zweite Achse, horizontal, geht von sachbezogen auf der einen Seite zu menschenbezogen auf der anderen Seite. Und Sie können das am Arbeitsplatz sicherlich ganz gut beobachten. Es gibt Personen, die extrem sachorientiert beispielsweise in einem Meeting sind. Und möglicherweise, wenn die Leute extrem sachbezogen sind, also sehr weit auf der linken Seite, dann gehen ihnen Menschen vielleicht verloren. Sie achten vielleicht weniger auf das Wohlbefinden anderer Menschen. Und Personen, die also eher auf der rechten Seite dieses Spektrums sind, werden also eher menschenbezogen. Das heißt, sie achten stärker auf das Wohlbefinden aller Anwesenden. Und gegebenenfalls, wenn sie sehr weit rechts sind, gegebenenfalls gehen ihnen da bestimmte sachorientierte Aspekte verloren. Basierend auf diesen beiden Dimensionen, die man halt so im 90-Grad-Winkel gegenüberstellen kann, weil sie tatsächlich unabhängig voneinander sind, kann man dann eben verschiedene Neigungen von Persönlichkeiten identifizieren. Dominant könnte man es nennen, wenn jemand also sehr stark extrovertiert ist und gleichzeitig sachbezogen. Und dominant wäre also eine Person, die sehr direkt kommuniziert, sehr ergebnisorientiert ist, bestimmt, willensstark, energisch. Man kann es noch besonders stark vielleicht mal herausarbeiten, was ist besonders bedeutend für eine Person, die zur Dominanz neigt? Ergebnisse. Ich schreibe das mal so in Anführungsstrichen dazu. Ergebnisse, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Das ist das, was für eine dominante Person im Vordergrund stehen sollte im betrieblichen Kontext. Wenn eine Person extrovertiert ist und gleichzeitig menschenbezogen, also hat mit einer dominanten Person gemeinsam, dass man extrovertiert ist, also sehr sozusagen eine Gemeinschaft von Menschen unterhalten kann, unterstützen kann, eine Gemeinschaft von Menschen durchaus auch anleiten kann, aber gleichzeitig auf eine menschenbezogene anstatt auf eine sachbezogene Art und Weise, dann wäre die Person initiativ. Eine initiative Person ist also begeistert und auch begeisterungsfähig, optimistisch, ausgelassen, lebhaft. Man könnte das auf einen Punkt bringen und sagen, was ist besonders bedeutend für eine Person, die initiativ ist? Enthusiasmus ist für initiative Menschen von besonderer Bedeutung. Also Enthusiasmus, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen in Anführungsstrichen. Jetzt sprechen wir gerade über Menschen, die eher menschenbezogen sind, die also das Wohlbefinden anderer Menschen für zentral halten und im Zweifel für wichtiger halten als eine Sachbezogenheit. Und in dem Moment, in dem man menschenbezogen ist und gleichzeitig introvertiert, wäre das also eine Person, die zur Stetigkeit neigt. Ausgeglichen, entgegenkommend, geduldig, bescheiden und taktvoll.
Und wir alle haben solche Menschen ganz oft im betrieblichen Kontext erlebt. Das sind also Menschen, die mit einem hohen Maß an Diplomatie ausgleichend wirken können, beispielsweise. Und auch hier können wir das wieder auf einen Punkt bringen. Was ist also für Leute, die zur Stetigkeit neigen, von besonderer Bedeutung? Na, von besonderer Bedeutung ist Zusammenarbeit, dass also Dinge gemeinsam erledigt werden. Zusammenarbeit, Gemeinsamkeit, Gemeinschaftlichkeit ist für diese Person von besonderer Bedeutung. Last but not least, Schema ist klar. Wenn jemand zur Introversion neigt, aber gleichzeitig zur Sachbezogenheit neigt, wäre das eben eine sehr gewissenhafte Person. Eine Person, für die Genauigkeit, analytische Genauigkeit von besonderer Bedeutung ist. Analytisch, reserviert, präzise, zurückgezogen, systematisch. Also wenn Sie so wollen, wäre das sozusagen die perfekte Forscherpersönlichkeit, wo also Genauigkeit von besonderer Bedeutung ist. Und genauso können wir es dann auch wieder auf den Punkt bringen. Was ist also von besonderer Bedeutung für eine Person, die zur Gewissenhaftigkeit neigt? Genauigkeit ist für diese Menschen von besonderer Bedeutung. Also Genauigkeit, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen ist das, was diese Menschen besonders bewegt. Und so haben wir vier verschiedene Persönlichkeitstypen so ein bisschen gegenübergestellt. Viele Kritiker an diesem DISC-Modell sagen beispielsweise, naja Leute, also ihr unterscheidet jetzt nur vier verschiedene Persönlichkeiten. Das ist ja ein bisschen wenig, ja. Also um wirklich Persönlichkeit, die ganze Bandbreite verschiedener Menschen, verschiedener Persönlichkeitsbilder erfassen zu können, brauchen wir doch sicherlich mehr als vier verschiedene Persönlichkeiten. Das ist zum einen richtig. Natürlich wäre ein mehrdimensionales Konstrukt, würde natürlich zusätzliche Informationen bieten. Überhaupt kein Zweifel. Dieses Konstrukt ist zweidimensional. In dem Moment, in dem wir zusätzliche Informationen, zusätzliche Dimensionen einspeisen würden, würden wir tatsächlich zusätzliche Informationen gewinnen. Keine Frage. Dennoch, auf der anderen Seite würde ich empfehlen, dieses Modell nicht zu unterschätzen, denn es unterscheidet auch zwischen verschiedenen Typen von Dominanz und verschiedenen Typen von Initiative, verschiedenen Typen von Stetigkeit und verschiedenen Typen von Gewissenhaftigkeit. Also beispielsweise, das hier wäre also der klassisch dominante Typ und das hier wäre ein sogenannter DG-Typ, also ein dominanter Typ mit Tendenz zur Gewissenhaftigkeit. Das hier wäre ein DI-Typ, also ein dominanter Typ mit Tendenz zur Initiative. Das hier wäre ein ID-Typ, ein initiativer Mensch mit Tendenz zur Dominanz. Und Prinzip ist sicherlich klar, das wäre dann eben ein IS-Typ, ein initiativer Mensch mit Tendenz zur Stetigkeit. Hier haben wir einen stetigen Menschen mit Tendenz zur Initiative. Stetig mit Tendenz zur Gewissenhaftigkeit, Gewissenhaftigkeit mit Tendenz zur Stetigkeit. Und Gewissenhaftigkeit mit Tendenzen zur Dominanz. Und in Bezug auf wissenschaftliche Kriterien wie Reliabilität und Validität haben Sie hier eine relativ gute Stabilität. Ja, Sie haben relativ gute Reliabilitätskennziffern, das heißt, Sie können mit relativ guter Genauigkeit mithilfe von ca. 60 bis 70 Fragen ermitteln, ob jemand oder zu welchem dieser Tortenstücke jemand gehört. Das ist also das eine Ergebnis, das man geliefert bekommt. Wo gehören Sie hin? In welches dieser 12 verschiedenen Tortenstücke? Und auch das Ausmaß. Also Sie können beispielsweise ein GD-Typ sein, also ein gewissenhafter Mensch mit Tendenz zur Dominanz. Und auch das Ausmaß, ob Sie sehr weit, sehr stark ein solcher Typ sind oder etwas schwächer ein solcher Typ sind, wird Ihnen eben auch signalisiert mithilfe dieses Modells. Genauso mit den 11 anderen Tortenstücken. Sie können beispielsweise eine Person sein, die sehr stark zur Initiative neigt oder auch etwas schwächer zur Initiative. Oder ein stetiger Mensch mit Tendenz zur Initiative in sehr starkem Ausmaß oder in etwas schwächerem Ausmaß. Also auch das sind Informationen, die Sie geliefert bekommen. Jetzt die Anwendung für Führungskräfte zum Thema Leadership. Ich gebe mal eine andere Farbe, um Ihnen das nochmal anders zu signalisieren. So,
Jetzt stellen Sie sich vor, Sie kommen zum Ergebnis oder das Persönlichkeitsprofil signalisiert Ihnen, sagen wir mal, nennen wir den Menschen mal John. Lieber John, du hast eine Neigung zur Gewissenhaftigkeit, eine relativ starke oder mittel bis starke Neigung zur Gewissenhaftigkeit. Das Ergebnis sieht dann beispielsweise so aus, dass das sozusagen das zentrale Ergebnis ist. Und dann kann es auch so etwas wie eine Komfortzone signalisieren. So, das würde eben bedeuten, so etwas halbkreisförmig um diesen zentralen Punkt herum wird Ihnen signalisiert. Das wäre jetzt also so Ihre Komfortzone. Und das würde bedeuten, es fällt Ihnen leicht, mit anderen Menschen erfolgreich zusammenzuarbeiten, die entweder auch zur Gewissenhaftigkeit neigen oder beispielsweise zur Dominanz in Richtung Gewissenhaftigkeit oder die ein wenig in Richtung Initiative neigen oder die zur Stetigkeit neigen mit Tendenz zur Gewissenhaftigkeit. Also das wären Personen in diesem Spektrum, wären eben Menschen, mit denen Sie es sehr leicht haben, erfolgreich zusammenzuarbeiten. Und das betrifft auch das Führungsverhalten. Wenn Sie also eine Führungskraft sind und haben eine Tendenz in diese Richtung, dann fällt es Ihnen relativ leicht, Personen, die innerhalb Ihrer Komfortzone liegen, zu führen. Es bedarf also keiner weiteren, sagen wir mal, Persönlichkeitsentwicklung, Menschen innerhalb ihrer Komfortzone zu führen. Außerhalb ihrer Komfortzone hingegen ist es dann ein bisschen schwieriger. Ja? Das heißt, wenn Sie hier sind und Sie haben jetzt einen Mitarbeiter, der beispielsweise eine starke Tendenz zur Dominanz und Initiative hat, also beispielsweise hier ist, oder eine sehr starke Tendenz zur Initiative, also hier ist, oder eine sehr starke Tendenz zur Stetigkeit mit Tendenz zur Initiative hier. Das wäre dann also außerhalb Ihrer Komfortzone. Und das würde in der Regel diesem John, diesem Beispielmenschen, den wir jetzt genannt haben, deutlich schwerer fallen. Und das Angenehme bei einem solchen Ergebnis ist, dass Sie nicht nur signalisiert bekommen, zu welchem Punkt Sie neigen, also zu welchem dieser Tortenstücke Sie neigen und zu welchem Ausmaß Sie in eine dieser 12 Tortenstücke neigen, sondern Sie kriegen dann auch, warten Sie mal, ich mache es mal wieder in einer anderen Farbe, Sie kriegen dann auch Empfehlungen. Also lieber John, Sie kriegen so ein 14, 15, 16-seitiges Dokument dann zugeschickt und da steht dann drin, lieber John, das ist also dein zentrales Ergebnis, das ist deine Komfortzone. Wenn du es zu tun hast mit Kollegen oder mit Mitarbeitern, die eine Tendenz hierhin haben, dann empfehlen wir die folgenden Verhaltensweisen. Oder, lieber John, wenn du Mitarbeiter oder Kollegen hast, die eine starke Tendenz in diese Richtung haben oder in diese Richtung, dann empfehlen wir auch die folgenden Verhaltensweisen oder auch hier in diese Richtung. Das heißt, das Ergebnis ist nicht nur hilfreich in Bezug auf die Selbstreflexion, sondern es hilft auch ganz konkret, es stehen ganz konkrete Empfehlungen, also über mehrere Seiten stehen Empfehlungen drin, wie man mit Kollegen am Arbeitsplatz umgeht oder für Führungskräfte von besonderer Bedeutung, wie man mit Mitarbeitern umgeht, die eben ein völlig anderes Persönlichkeitsprofil haben, dementsprechend völlig andere Präferenzen haben. Also dass ein solches Persönlichkeitsprofil nicht unbedingt stehen bleibt bei einer Visualisierung von einer bestimmten Persönlichkeit, sondern ganz konkrete Verhaltensempfehlungen gibt. Lieber John, in Bezug auf Personen mit dieser Neigung empfehlen wir Verhaltensweise ABC. Hingegen gegenüber Personen mit jener Neigung empfehlen wir Verhaltensweisen DEF. Das wird von vielen Benutzern von solchen Instrumenten, von solchen Persönlichkeitsprofilen als extrem vorteilhaft wahrgenommen. Und deswegen kann ich es durchaus auch empfehlen.